Psychologiepraxis Dr. Lustmolk? Glauben Sie uns, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Tut mir leid, dieses Angebot gilt nur für Schamlose. So, Schwester Plazenta, Sie sind die Nächste. Ah, Schwester Plazenta. Na, wie ist die Lage auf Kloster St. Scrotum? Oh, ganz ordentlich, Dr. Lustmolk. Wir halten die Stellung. Schön, 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 schön. Wie war die Erotikmesse? Komm, sie, Kommissar. Leider wurde niemand ins Kreuz genagelt. Schade. Hatten Sie denn mehr Erleuchtung bei der Natursektparty? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Herrlich. Da ging doch bestimmt ein Liter nahe, oder? Deshalb bin ich aber nicht hier, Dr. Lustmolk. Ach nein? Wo zwickt's denn heute? Dazu muss ich etwas ausholen. Wie Sie wissen, bewahren wir in unserem Kloster einige besondere Reliquien auf. Ja, ich weiß. Die Klingelbeutel und die Vorhaut des Herrn befinden sich bei Ihnen seit über 500 Jahren in sicheren Händen. Amen. Ist Ihnen denn das Formaldehyd ausgegangen? Ich denke, da kann ich aushelfen. Harald Junke wird seine Leber wohl nicht mehr hier abholen. Das ist es nicht, Dr. Lustmolk. Mir ist da ein Malheur passiert. Moment. Ich stick mal den Finger rein. Nun lassen Sie mich doch ausreden. Als ich letzten Freitag, wie üblich, die gnadenreiche Vorhaut feucht abgewedelt habe, bin ich plötzlich auf der heiligen Banane des St. Bimbo ausgerutscht. Heiliger! Genau! Plötzlich lag ich auf den kalten Fliesen und der Heilige Geist war in mich gefahren. Aber Schwester Plazenta, trugen Sie denn kein Höschen? Ja, womit denn? C'est no more, c'est no more. Ich hole die Pinzette. Nein, das Kleinod befindet sich längst wieder in seinem Schrein. Nur, Dr. Lustmolk, ich bin schwanger. Ein Wunder, ein Wunder. Der alte Hengst hat's mal wieder geschafft. Und das nach über 2000 Jahren. Halleluja! Aber ich darf dieses Kind nicht bekommen, Doktor. Das würde meine ganze berufliche Karriere ruinieren. Eine Gottesaustreibung? Wie stellen Sie sich das vor? Gott lebt nur in unserem Glauben. Bitte, Dr. Lustmolk, machen Sie mich zur Agnostikerin. Nichts leichter als das. Hören Sie sich doch bitte mal das hier an. Angela hat mich missbraucht. Danach war ich doch ziemlich ausgelaufen. Angela hat mich entbehrt. Danach ist sie ins... So, das sollte wohl genügen. Sie haben es geschafft, Herr Doktor. Ich glaube an gar nichts mehr. Übernimmt das auch die Kasse? Leider noch nicht. Aber Professor Gallo Lustmolk, Frauenarzt aus Leidenschaft, macht es nicht nur für Geld.